Yo, hallo Leute, herzlich willkommen bei Tiptricks. Ich bin's, der Michi, und neben mir sitzt der. Mr. Witches Killer. Und ja, wir reden heute über die Spiele, die dieses Jahr 2013 erscheinen werden und auch nächstes Jahr. Für die 2000. Next Gen Konsolen? Ja, und für 2014, genau. Und ja, wir hätten jetzt einfach mal mit dem Publisher Ubisoft angefangen, was der uns dieses Jahr für Spiele bietet. Darunter natürlich Assassin's Creed. Black Flag wurde ja ganz groß. Der vierte Teil, ja, darauf freue ich mich. Die ersten Teile habe ich schon gesuchtet, wie verrückt. Den zweiten Teil habe ich, glaube ich, dreimal durchgespielt. Auf Platin sogar auf PlayStation. Ich fand den Und dritten eigentlich auch recht nicer. den muss ich noch wiederholen. Also bei Assassin's Creed war es bei mir immer gleich. Ich habe das Spiel gekauft oder habe es zu Weihnachten von meinem Dad bekommen, die ersten drei Teile. Habe 10 Stunden gespielt. Dann habe ich es ein Dreivierteljahr ins Regal gelegt. Bevor es neu rauskam, habe ich es dann Ja, durchgespielt. genau. So ging es bei ihm genauso. Genauso. Es ist bei mir meistens so, wenn ich mir ein neues Spiel kaufe oder so, dann finde ich das die ersten paar Stunden richtig geil, dann suchte ich das richtig und dann, wenn es mir fad wird, dann Lege ich es in die Ecke oder lege ich ins es in die Regal? Ecke und dann spiele ich meistens nur noch Battlefield. Irgendwie, ich vergesse es dann immer wieder, dass ich das andere Spiel einlege, aber So ist es bei mir, bei jedem Spiel es eigentlich. The Last ist. of Us war das gleiche, liegt immer noch im Regal. Oder alle. Ich habe, glaube ich, noch 20 Spiele, die ich nicht durchgespielt habe im Regal. Ja, egal. Kommen wir jetzt zum nächsten und zwar zu Watch Dogs. Oh, das GTA der Zukunft. Ja, So nennt's ich das zumindest. GTA von Ubisoft sozusagen. Ja. Fand ich eigentlich recht nice. Ich weiß es nicht genau, was ich von dem Spiel halten soll. Ich habe es noch nicht persönlich gespielt. Du hast noch gar keins davon gespielt. Watch Dogs habe ich noch nicht gespielt. Da gab es noch gar keinen Vorteil. Ja, Watch Ja. Dogs habe ich noch nicht gespielt und ja, ich will's mir auf alle Fälle mal anschauen. Also im Prinzip, man spielt in einer Welt in Boston oder. Nein, in Chicago. In Ich glaube Chicago. in Chicago, Chicago, da in fahren ja einer oben drüber. amerikanischen Großstadt. Genau, in Chicago fahren ja oben überall die großen Bahnen, also die U-Bahn. Kennt man ja aus ziemlich vielen Filmen. Wie hieß der Film? Gerne nochmal den einen, den ich meine. Ich weiß nicht, wie ich nur Da meinst. gibt es viele Okay, Filme. ja. Keine Ahnung, The Watch oder irgendwas. Nee, das war nicht. Ich weiß es Ich gar weiß, ist ja nicht. jetzt egal. Fällt uns bestimmt noch ein. Im Ja. Prinzip spielt man einen Typen, der mit seinem Handy rumläuft, mit seinem Smartphone und in jede Möglichkeit und jeden Menschen auf dem ganzen Spiel und jedem alles hacken kann durchs Internet in eine Sekundenschnelle. Was ziemlich cool wäre. Wenn das in echt gehen würde, wäre es echt geil. Ja. Ich Naja. möchte nicht so überwacht werden, aber es sieht sehr interessant aus. Also, Es ist was Neues, sowas gab's noch nicht. genau. Also, ich bin mal gespannt auf den Titel auf alle Fälle. Und ja, ich denke, vielleicht werde ich mir auch den holen. Ja, die größte Überraschung von allen auf der E3-Präsentation sind die nächsten beiden Spiele. Und zwar Tom Clancy The Division ist im Prinzip ein Zukunfts-MMO-Shooter. First Person. First-Person-MMO-Shooter. Ziemlich langer Name. Hab mich sehr überrascht, dass ich den Trailer gesehen habe. Zum Schluss kam komplett orange der ganze Saal. Tom Clancy The Division, richtig geiles Titel. Also unbedingt. Also die Titel, wie die wir euch jetzt sagen oder zeigen, sind unsere Must-Have-Titel für Xbox One und PS4. Naja. Ja. Dann der zweite Titel, der nicht wirklich angekündigt war, wo ich Der ziemlich Crew? happy geworden bin, ist The Crew, ein Rennspiel, das komplett in Amerika Ah, basiert. das war doch eins von diesen, das war glaube ich dieses Open World, Das glaube ist das ich. Open World Rennspiel, was komplett über Ja, Amerika genau. geht. Alle möglichen Städte. Ihr könnt von Los Angeles nach New York fahren. Das dauert, glaube ich, haben sie gesagt, über 10 Stunden, bis man allein durchgefahren ist, ohne irgendeine Aufgabe zu Hat machen. zwar eher wie ein normales Rennspiel ausgesehen, Aber es ist Open World. Man aber kann es. machen, was man will. Man kann hinfahren, wo man will. Genau, das hatte was, also. Also, es hat richtig was. Also, das wird richtig gesucht. Und da wird jede Stadt abgefahren und jedes Rennen gemacht. Also, da kommen bestimmt 100 Stunden zusammen bei dem Spiel, wenn es reicht. Ja. Also, bei solchen Spielen spiele ich so lange, bis ich alles gesehen habe. Splinter Cell. Splinter Cell Blacklist. Ich weiß noch, wo ich den ersten Trailer gesehen habe. I must have it. Ja, also ich weiß nicht, die vorderen Teile von Splinter Cell fand ich richtig geil, hatte ich auch. Wie ist das nochmal? The Cover. Also ich habe bis jetzt nur ein The Splinter Cover, Cell genau. Teil gespielt, den Vorteil. Und ich glaube, irgendein altes war mal in einer GameStar-Zeitschrift dabei. Aber ich Ich habe habe sie nie so richtig gespielt. eins, glaube ich, weiß nicht, wie es heißt, ich glaube, das war noch damals ja die PS2. Ich glaube, das hatte ich eins. Kann sein, ich weiß es gar nicht mehr. Ganz ein altes. Auf jeden Fall fand ich richtig geil den Trailer. Interessant. Auf alle Fälle. Kann man sich, denke ich mal, auf alle Fälle anschauen. Splinter Cell.
wert. Ist es immer wert, das Spiel. Obwohl es irgendwie so Meinung in der Community war, dass es sich ziemlich lange hinauszieht. Bedeutet, so, dass sich es ein bisschen geändert hat, dass man jetzt nicht mehr so der Schleichtyp ist, wie man Sam Fisher spielt mal, oder? Sam Fisher spielt mal. Da man jetzt nicht mehr so schleichen kann, man kann das Spiel entweder auf Action spielen oder schleichen. In den früheren Spielen ist man mehr geschlichen, dann kam in den Gameplay oder in dem Trailer oder in der Vorschau immer so, dass es nur Action war, dann waren am Anfang irgendwie so alle erschüttert, aber man kann trotzdem schleichen, das ist schon geil, aber ich spiele so lieber auf Action und Schleichen kombiniert, das macht viel mehr Spaß, als wenn man nur durchrennt und will nicht erwischt werden, ja. Obwohl das auch cool ist, so Hitman-Style dann eher. Dann kommen wir noch zu South Park von The Ubisoft. The Stick of True. Der Titel war eigentlich erst vom Publisher THQ, der ist ja pleite gegangen. Ja. Und das hat dann Ubisoft aufgekauft. Ja, das Ubisoft hat es aufgekauft. Und dieses Spiel wird seit 26 Jahren, seitdem es South Park gibt, produziert. Ernsthaft, habe ich den Titel gelesen. 22 oder 26 Jahre. Nämlich die beiden Typen, die South Park gefunden haben. Das war der Trey Parker und Matt Stones. Genau, er weiß es auswendig. Ihr kennt fast alle Folgen, ich kenne nur die Hälfte ungefähr. Ja, die haben gesagt, wenn sie nicht mitgearbeitet hätten, weil die haben dann immer irgendwas geändert und alles umkoordiniert, wie es ihnen gepasst hat, bis das Spiel perfekt geworden ist, haben die irgendwie 22 bis 26 Jahre gebraucht. Ich habe einen Artikel gelesen, so das ist schon krank, also ob das jetzt genau stimmt. Ob sie wirklich so lange. Ich glaube, die haben das mal produziert, dann wieder auf die Seite gelegt, dann weitergemacht. Aber damals hatten die Technik ja noch nicht. Also, ich finde, das sieht mal sehr lustig aus und sehr interessant. Die Charaktere kennt man ja, Cartman. Ja, Stan. Cartman, wie man sie kennt. Ich denke, das wird einfach ziemlich lustig, ein ziemlich amüsantes Spiel. Wo sie dann schon so dort stehen, wo Cartman dann dort steht. God fucking damn it, seriously. wo der Cartman das dann sagt. Und ja, im Prinzip die Besetzung von Gottverdammte Scheiße, ernsthaft. Kyle oder so, ja, wo es dann sagt. Cool, also im Prinzip die Übersetzung South Park The Stick of True heißt. Was? South Park The Stick of True, die Übersetzung heißt? Der Stab der Wahrheit. Okay. Ja, also ich freue mich schon drauf. Ich bin mal gespannt, so ein. Also ich werde dann auf jeden Fall Cartman spielen. Das finde ich am coolsten von allen irgendwie. Muss dein Bildschirm aber so größer sein, weil der so fett ist. Das passt nicht auf dem Bildschirm. Ich glaube, da braucht man doch einen 80 Zoll. Ich muss meinen 55 Zoll dann für die anderen Spiele benutzen. Ja. Da kommen wir jetzt zum Publisher EA. Ja, EA. Und zwar zu Battlefield 4. Battlefield! Okay, das muss übertrieben. Ja, und ja, was soll ich dazu sagen? Ich freue mich wahnsinnig auf das Spiel. Ich habe Battlefield 3 geliebt. Ich liebe es immer noch. Ich habe ungefähr 400 Spielstunden im Game. Wir lieben es nicht, wir suchten es. Ja, es ist immer noch genial. Ich hoffe einfach, dass es die Nachteile vom vorigen Teil ausmerzt und verbessert. Und dass auf jeden Fall noch coole Fahrzeuge hinzukommen. Neue Waffen sieht man eh schon. Und zwar darauf kommen wir nämlich dann nochmal in einem anderen Video, wo wir extra uns auf Battlefield 4 und auf Ghosts und erstmal Battlefield 4 und das ist ein separates Themenvideo. Genau. Aber Battlefield werden einige Videos kommen. Da werden auch noch mehr Videos kommen als eins. Ja, und ich hoffe einfach, dass das Ganze nochmal verbessert wird, dass die Bugs natürlich gefixt werden. Auf neue, coole, dynamische Maps freue ich mich natürlich. Und Fahrzeuge und Waffen natürlich auch, dass wir was Neues wieder zu Gesicht bekommen. Das wird schon geil. Also auf was ich mich besonders freue, sind natürlich Story sowieso. Immer geil, ich spiele gern Story, spiele mal offline, wenn mich online irgendwie nervt oder ich wird nur aggressiv dadurch. kennen wir ja. Ja. Zu gut. nicht nur in Battlefield, auch in dem guten alten COD. Das immer noch im Regal liegt. Nein, was. Ja, eine besonders Online-Maps und auf was ich mich richtig freue ist, es gibt ja wahrscheinlich, ich will nichts garantieren, gibt es eine Option, dass man bei der PlayStation 4, bei Xbox One weiß ich es nicht genau, bei der PlayStation 4 eine Maus und eine Tastatur anschließen kann. Ob es dann Nachteil oder Vorteil ist beim Zocken, ist die Frage. Wenn man sagt, man spielt auf der PlayStation, hat eine Maus. Muss ich sagen, ganz ehrlich. Auf separaten Servern, wenn man so muss. Ja, weil das wäre echt. Also da haben wir heute ein Video oder was dazu gelesen, dass das kommen wird. Das wäre schon eine geile Option, obwohl. Video gelesen. Ein Video gelesen. Sorry. Der Punika spricht aus mir, 3 Uhr nachts morgens haben wir es. Ja. Sorry. sorry. Der Punika spricht aus mir. Ja.
Du Früchtchen. Ja, okay. Okay, wo war ich stehen geblieben? Wir waren Bei Battlefield. Battlefield. Ja, genau, wie gesagt, Online-Mode. Besonders als es vorgestellt wurde, Battlefield, dann ganz zum Schluss erst bei der. War ja sowieso der Hype von EA dann. Battlefield, klar, wird kommen, wurde kommen, es wird angezeigt. Trailer sind auch schon rausgekommen mit Rihanna-Song im Hintergrund und so. Das Geilste, wo ich dann wirklich gedacht habe, wo ich so, holy shit, was passiert jetzt? Und auf einmal stehen sie unten und dieses Gebäude fliegt echt um. Und es ist so krass. Ja, also das war echt genial im Erstens Livestream. mal bin ich voll, voll erstmal voll erschrocken, voll glücklich geworden. Auf einmal das Gebäude fliegt immer, gucke ich auf den Boden und Flakentyp und war so ein Volk vom Gebäude erschlagen. Erst so happy und voll den Lachanfall bekommen in dem Ja, Video. also es hat schon gigantisch ausgesehen auf der E3, wo dann wirklich das komplette Level. Und es ist PC-Grafik gewesen, obwohl der Stream nicht perfekt war. Ja. YouTube-Grafik ist natürlich auch nicht perfekt. Und Interaktive Fahrstühle, das stelle ich mir, da kommen bestimmt viele Trolling-Videos ich drin. sag nur Black Ops 1 Fahrstuhl auf den DLCs-Map mit Claymore und C4 gemischt. Ja, genau, und das wird wahrscheinlich dann wieder davor zum Campen animieren oder C4 in Ja, Fahrstühle obwohl man, reinlegen. glaube ich, eine halbe Minute oder so braucht, bis man im letzten Stock oben ist. Weil man kann mit dem Haus im Prinzip ja nicht in jedes Stockwerk. Das wäre technisch zwar möglich, aber dann würden, glaube ich, auf dem Server nicht 64 Leute spielen, sondern 6400. Was mich interessieren würde, ob man, wenn man mitten im Fahrstuhl ist und das Gebäude umfliegt. Ich glaube, dann stirbt man. Ja. Oder man fliegt kopfüber nach unten. Ja. Wahrscheinlich schaut dann der Kopf unter dem App raus. Dann schwimmt man unter den Beinen durch. Ja, das war eigentlich so unsere Battlefield 4, wie gesagt, separate Meinung. Und jetzt kommen wir zu zwei Titeln, die es extrem überraschend waren. Und zwar, erster Titel war Mirror's Edge 2. Mirror's Edge 2, ja, genau. Im Prinzip ein Jump'n'Run Freestyle First Person. Jump'n'Run Shooter, also man kann mit ein paar Waffen rumballern, aber hauptsächlich geht es um Jump'n'Run Freestyle. Kennt ihr ja sicher natürlich aus dem ersten Teil. Und Mirror's Edge 1 war das zweite Spiel, auf das ich auf meiner PlayStation 3 gespielt habe, als ich es bekommen habe, ganz neu. Also das war wirklich eines der besten Titel, die Freuen ich sich jemals. ja wirklich viele Leute drauf und Und es hat am Anfang geheißen, es ist Xbox One exklusiv, aber das stimmt gar nicht. Also das ist PS4 auch. Ich werde es mir auf jeden Fall holen und da freue ich mich schon extrem ich drauf. auch, Es ist ja. auch von den Machern von DICE, also es läuft, glaube ich, auch mit der Da, Frostbite Frostbite Engine. Engine 3, ja. Ja, also ob es da wirklich Sachen in die Luft fliegen oder so, gute Frage, aber. Es hat so ausgeschaut in den kurzen Das Gameplay-Trailer. Beste war ja immer, am Anfang dachten so, alle haben so manche Videos gemacht, oh mein Gott, was kommt jetzt ein EA-Tattoo-Simulator? Und alle Ja. so gedacht, und auf einmal rennt Faith, also Faith, die Charakterin von Mirror's Edge heißt ja Faith, rennt auf einmal los und ich hoffe, Und alle. alle ganze Saal hat zum Klatschen angefangen. Ich hab gehofft, seit dem ersten Teil, wann ein neuer Teil kam. Nach 4 Jahren kam dann ein neuer Teil. Der kam, glaube ich, 2007 raus. Ne. Doch, Doch, ich ich glaube, glaube vor 4 Jahren kam er so raus. 4 Jahren, ne? Vor 4 Jahren, also 2000, nee, 2009 kam er, glaube ich, oder 6. Ist ja jetzt egal, das Datum. Auf jeden Fall richtig geil. Und der nächste Titel. Titanfall von Respawn Entertainment, ehemaliger Infinity Ward Entwickler, also die Macher von MW2 sozusagen Es und ist im von. Prinzip eine Fusion zwischen Call of Duty, Battlefield mit Future-Waffen und Halo aus dem Halo-Universum in Fusion oder Fußrotation. Fusion. Fusion. Also, ja, Fusion. Das ist im Prinzip ein Ego-Shooter. Shooter mit Mirror's Edge-Funktion. Man kann an Wänden rennen und hat ein Jetpack wie bei. Das ist alles gemischt, müsst ihr Also, im verstehen, Prinzip ja. es ist ein Jump'n'Run Ego-Shooter. Flight Simulation Game. So würde ich mal nennen. Irgendwas sieht auf jeden Fall mal interessant aus. Oh, ich es mir holen werde. Ich schau mal. Es Sieht. ist, wie gesagt, ein Exklusivtitel für die Xbox One. Ist, glaube ich, auch sogar einer von den ersten Spielen von Respawn. Einer der Und neuesten Games. ja. Schauen wir mal. Also ich bin gespannt. Also der Trailer sah schon geil aus. Das Gameplay sah auch schon geil aus. Mit diesen ganzen Bots und so. Man kann eigene Bots haben. Man kann eigentlich die ganzen Waffen haben, mal die verschiedenen. Und es ist ein Online-Spiel. Also es ist rein online-basierendes Spiel. Also so Halo-Style im Prinzip. Nur online. Keine St das ist eine Story, die Story online ist. Aber dazu werden wir Hätte mich vielleicht. aber eher gefreut, wenn eine Story vielleicht dazu kommt. Obwohl ein genialer Ja? Online-Shooter braucht nicht immer eine Story. Manchmal heißt ja, Ja, manche aber schon. Offline-Spiele brauchen keinen Online-Mode. Titanfall hat aber echt schon eher ausgeschaut wie so ein Singleplayer, also Am das Anfang dachte hätte ich ich auch mich auch. immer, da bei dem Trailer schon. Ja. Ja, das war Dann. dann eigentlich. Und der nächste Titel ist. Need for Speed The Rivals. Ich muss an der Stelle sagen, ich war früher großer Need for Speed Fan. Ich habe Most Wanted
habe ich gespielt, den ersten Teil, der war einfach nur klasse, das war mein erstes Need for Speed. Die anderen Teile, Hot Pursuit, den habe ich mir mal von einem Kumpel ausgeliehen, fand ich eigentlich auch noch ganz okay, aber wo sich das mittlerweile hin entwickelt mit Need for Speed, bin ich eigentlich nicht mehr so der Fan. Das sieht wirklich jedes Jahr so fast das gleiche aus, muss ich wirklich sagen. Wär schön, wenn man da ein bisschen was Neues sehen würde. Also ich meine, The Rivals sieht wirklich fast so aus von dem Gameplay-Trailer oder von dem Gameplay, was bis jetzt gezeigt wurde, wie der Vorgänger Most Wanted. Also ja, Most Remake. Wanted 1 und 2, The Run ein bisschen und dann wieder mal Hot Pursuit gemischt. Also man hat wieder Cops und man hat wieder die normalen. Also am Anfang heißt es in dem Trailer, ich bin der Größte, ich fahre hin, wo ich will, ich mache, was ich will, ich habe die schnellsten Autos der Welt und ich fahre so schnell, ich will. Und das sagen die Polizisten da drin und im Prinzip sagt dann der Gegner, also The Rival heißt ja der Rivale, also Need for Speed der Rivale, weil es ja wieder um Racer und Polizisten geht, heißt ja am Anfang vom Trailer, I'm not you, I'm a catalyst, also ich bin nicht du, ich bin ein Statist, das ist von dem Trailer aus, da will man die deutsche Übersetzung, gibt es auch eine deutsche Übersetzung mittlerweile, ich fahre hin, wo ich will oder ich mache, was ich will, ich bin deine Rivale und ich achte nicht auf dich, sozusagen, ja. Eigentlich, also The Rival, also es ist im Prinzip Need for Speed, ich sag zu dem Spiel, Need for Speed was my childhood. Ja. Sozusagen, also meine Kindheit. Das war es auch wirklich. Nach COD und Need for Speed waren wirklich meine Kindheit. Also da. Ja. Gut, dann kommen wir eigentlich zum nächsten Entwickler, Publisher. Zu ein paar Exklusivspielen. Von der PS4, genau. Von Sony. Sony? Und zwar Killzone Shadowfall, Infamous Second Son. Immer die einzelnen Titel. Erstmal Killzone Shadowfall. Es gab ja bisher jetzt 3 Killzone-Titel. Den ersten Teil habe ich leider nicht gespielt auf der PlayStation 2. Der zweite und dritte Teil waren wirklich extrem fesselnd und waren auch richtig geil. Haben mich auch richtig. Egal. Haben mich auch richtig gefesselt. Und ich freue mich schon wirklich auf den Teil. Also online war es auch geil, aber ich freue mich eher auf die Story bei dem Spiel, weil die sieht richtig fetzig aus. Allein die Grafik hat mich schon überzeugt, auch wenn die Streams nicht perfekt in HD sind. Dazu kann ich jetzt eigentlich nicht viel sagen. Ich habe Killzone eigentlich nie richtig gespielt. Ich habe es bei dir einmal gespielt. Gab's ja, das ein war bisschen online, einer der ersten PS3-Titel, die ich mir geholt habe. Das habe ich ein bisschen alles angezockt. Ich war Killzone 2, aber sonst habe ich es eigentlich nie gespielt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also zu Killzone und Shadowfall kann ich nur sagen, ich werde es vor Release durchgespielt haben wahrscheinlich. Also ich bekomme die PS4 vor Release und ich werde es dann im Stück durchspielen wahrscheinlich, das erste Game, was ich spielen will. Dann kommen wir zum nächsten Teil, der mich ziemlich überrascht hat, und zwar der dritte Teil von der Infamous-Reihe, und zwar Infamous Second Son ist auch wieder ein Exklusivtitel, in diesem Fall ein Exklusivtitel. Die anderen gab es ja, glaube ich, sogar für Xbox. Und für PC? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Second Son. Second Son, also der nächste Sohn. Second Son. Ja, die zweite Sonne. Man spielt im Prinzip in so einer abgesperrten Welt. Oder nicht abgesperrt, sondern auf einem Planeten, wo nicht mehr viele Leute leben. Man muss sich irgendwie so durchkämpfen. Also für jedes Spiel haben wir jetzt nicht genau alle Informationen. Aber ich persönlich werde noch zu jedem Spiel meine eigene Meinung sagen und ein bisschen was erklären und so, falls ich das nicht mitgekriegt habe. Dann kommen wir zu einem, den lassen wir jetzt mal kurz weg, dann kommen wir zu einem Titel, der mich wirklich überrascht hat. Dazu kann ich jetzt leider nicht so viel sagen, und zwar The Order 1886. Ist im Prinzip so ein Endzeit-Science-Fiction-Shooter, so auf Borderland. Dazu gab es bisher nur einen Trailer, aber der hat mich richtig geflasht eigentlich, der Trailer, weil der ziemlich geil war. Also es ist im Prinzip, sagen wir mal so, Primeval, also Urzeitmonster, wahrscheinlich Urzeitmonster mit Gegnern, halt in einer, wie, wie hieß das Spiel gleich nochmal? Ich weiß es nicht. Ist jetzt egal, im Prinzip, so wie es ausgesehen hat, gegen irgendwelche mutierten Gegner, also so wie in so einem Prinzip so Metro, Metro Last Night. So Metro-Style, aber trotzdem irgendwie in der Vergangenheit 1886, also 1886, spielt dieses Spiel, und es ist halt dann im Prinzip so ein Endzeit-Science-Fiction-Shooter. Aber dazu wissen wir leider auch noch nicht genau so viel, also darauf freue ich mich extrem. Ich weiß, also das da bin ich mal gespannt, da werden wir auch im Laufenden bleiben bei dem Spiel. Ja, und zwar der nächste Titel, der gehört eigentlich zu Activision,
soweit ich Halo, das weiß. Halo, das Spiel heißt Destiny und dieses Spiel ist das geilste von der ganzen E3. Also das war wirklich das geilste von allen. Sogar ging mir sogar über Battlefield. Bei mir nicht. Bisschen. Also, ja, okay. Von Singleplayer und Onlineplayer gemischt. Also das ist im Prinzip ein Destiny-Exklusivtitel für die PlayStation 4. Spielt in einer Welt. Es ist im Prinzip eine Sonne, die über diesen Planeten schwebt und sie nennen ihn den Wächter oder den letzten Ort der Welt. Man lebt in der letzten Stadt der Welt und außenrum sind Aliens, Mutanten und alle möglichen Gegner, die einen bekämpfen wollen. Und dieser Ring, also im Prinzip so wie Halo, nur als Planet, der über einem schwebt, ist halt dafür da, dass der letzte Ort auf Erden ist. Und es sieht wirklich richtig geil aus. Es ist ein Online-Spiel oder ein Offline-Spiel. Also man kann jederzeit beim Kumpel joinen. Oder einfach, man springt einfach rein. Man wird dann mit einem Shuttle genau zu seinem Kumpel teleportiert. Oder in die Welt, wo man hin will. Kann man sich dann aussuchen. Wird man hin teleportiert und dann kann man zu zweit weiterkämpfen. Oder man trifft mittendrin irgendwelche anderen Teams oder Gruppen, mit denen man dann zusammen einen Bossgegner oder besiegen kann. Hat der Activision richtig groß angekündigt. Destiny. Also Activision und Halo-Macher, die sind da zusammen und darauf freue ich mich richtig. Also das war, also Battlefield und das sind meine Lieblingsspiele. Okay, dann würde man sagen, machen wir mal Schluss, weil sonst wird das Video so lange. Ja, das waren unsere Must-Have-Titel für die PlayStation 4 von Ubisoft, EA und Sony. Einige andere Publisher waren natürlich auch noch dabei. Ja. Activision. Activision ist auch noch dabei. Ja, nächstes Mal, die haben noch eigentlich nur einen Titel. Ghosts, schau mal, wie Ghost das und Destiny sind natürlich von Activision und den Halo-Machern ist Destiny auch noch. Aber dazu kommen wir im nächsten Video. Hoffe mal, euch hat es gefallen, unsere Meinung, also unsere Must-Have-Titel zur PS4. Ja. Dazu muss man nicht viel sagen. Schreibt mal eure Must-Have-Titel in die Kommentare oder postet einfach mal eine Videoantwort dazu, welche Titel ihr geil findet oder zu welchen ich oder er ein Video machen sollen oder unsere Meinung dazu genauer sagen. Und auf welches ihr euch am meisten freut, das würde mich auch interessieren. Sagen wir so, ihr schreibt in die Kommentare, welche drei Spiele von denen freut ihr euch am meisten und für welche Konsole. Also gibt es ja die meisten Titel, kommen ja auch für andere Konsolen. Für die One. Wäre sehr interessant. Dann würde ich sagen, haut rein. Danke fürs Einschalten, euer Tipp-Tricks-Team. Ich verabschiede mich hier noch. Ja, und mir genauso. Macht es gut, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Ciao.